das Erbe Gottes auf Erden zu bewahren, wortwörtlich. In Deutschland und Italien machte sich der Faschismus breit, in Russland war der Kommunismus die neue Religion und in der arabischen Welt entstand die Muslimbruderschaft. Eine ähnliche Bewegung ist auch in Indien 1924 entstanden. Und sie waren sich vor allem Faschismus und Islamismus sehr nahe, aus der Kränkung heraus, aus der Niederlage heraus, aus dem Gefühl des zu kurz gekommen Seins, aus der Rachelust heraus, aus dem Traum, wieder ein großes Imperium wiederherzustellen, Weltherrschaft zu erlangen. Das verbindet Islamismus und Faschismus. Die Ideologie, die Welt in Gläubig und Ungläubig aufteilen, in Freund und Feind. Das gibt es eigentlich bei beiden. Das Gefühl der Auserwähltheit, dass man dem Rest der Welt gegenüber überlegen ist und auch mit einem heiligen Auftrag ausgestattet ist, die Welt zu beherrschen. Das gibt es bei beiden Bewegungen. Das Vergiften der eigenen Anhänger mit Hass und Ressentiment. Die Entmenschlichung der Feinde. Die Vernichtungsfantasie von Gegnern. Und die Verherrlichung des Kampfes, die Verherrlichung des Martyriums. Beide Bewegungen sehen den Kampf nicht als ein Mittel, um ein politisches Ziel zu erreichen oder um sich zu verteidigen, sondern der Kampf an sich wird so mystifiziert, wird als Zweck an sich gesehen. Man kämpft nicht um zu leben, sondern man lebt um zu kämpfen. Das verbindet Islamismus und Faschismus. Minderwertigkeitskomplex, dann unterschätzen Sie das niemals, wenn Minderwertigkeitskomplex auf Allmachtvisionen trifft. Wenn Ohnmacht auf Allmachtfantasien trifft. Und in der Mitte Massen, die bereit sind, sich verführen zu lassen. Das ist das Problem, das wir mit dem Faschismus in den 20er Jahren hatten. Das ist das Problem, das wir immer noch in der islamischen Welt haben. So, das war Hamed Abdel Samad. Er hat über die Muslimbrüder gesprochen. Die Muslimbrüder sind eine ganz, ganz wichtige Bewegung, die also den fundamentalen politischen Islam formulieren und die auch Grundlage für die meisten islamischen Terrorbanden sind. Hassan al-Banna hat die Muslimbrüder gegründet. Und er formulierte das in dem Buch Zeichen auf dem Weg. Es liegt in der Natur des Islams, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Seine Gesetze allen Nationen aufzuzwingen und seine Macht über den gesamten Planeten auszuweiten. Wenn Sie jetzt weiter pfeifen, ja, kriegen wir ein Problem miteinander. Okay? So. Seid gut! Hören Sie auf, die Kundgebung zu stören. Ja, genau Sie. Wenn Sie mit der Realität und den Fakten nicht klarkommen, ja, dann gehen Sie einfach. Aber hier die Kundgebung zu stören, zeigt Ihre Einstellung. Sie wollen die Kritik am politischen Islam unterbinden. Da, wo Sie herkommen, ja, weiß ich, ob es Pakistan ist oder Afghanistan oder irgendein anderes Land, da werden Islamkritiker getötet. Ja, wir wissen, wie es abläuft. Und wir werden dafür sorgen, dass dieser politische Islam hier keinen Einfluss bekommt. Ja, damit so Leute wie Sie, ja, diese barbarische Scharia und den barbarischen politischen Islam nicht an die Macht bringen. Das werden wir euch versprechen. Said Qutb, der Chefideologe der Muslimbrüder, hat gesagt, hört gut zu, wir müssen zerstören, was immer im Konflikt mit dem wahren Islam steht. Zertrümmert alle Staaten und Organisationen, die von Menschen errichtet worden sind. Absolute Rebellion gegen alles auf Erden, was mit dem Islam in Konflikt steht, ist ein Muss. Wir sollten mit aller Macht alles ausmerzen und vernichten, was Allahs Revolution im Wege steht. Leute,
Das ist der Nährboden, auf dem sich alle islamischen Terrorbanden berufen. Sie machen Terror, sie töten, sie machen Selbstmordanschläge. Sie sind besessen von dem Wahn, den Islam hier auf Erden zu installieren. Besonders eindrucksvoll war es am 11. September. Das war der bisher größte Terroranschlag des politischen Islams. Als 19 Moslems in 4 Flugzeugen 3000 Amerikaner pulverisiert haben. Dem gingen aber noch andere Terroranschläge voraus. Die haben 1993 haben sie den ersten Anschlag aufs World Trade Center gemacht. Wisst ihr, wie viele Menschen die da töten wollten? 100.000 Menschen wollten die töten. Die haben einen großen LKW vollbeladen mit Sprengstoff in den Keller des Nordturms reingeschoben, haben den dort zur Explosion gebracht. Der Nordturm sollte umstürzen auf den Südturm und beide Türme sollten 100.000 Menschen in New York töten. Hat nicht geklappt, war zu wenig Sprengstoff und war nicht an der tragenden Säule platziert. Aber es gab 10 Tote und 50 Schwerverletzte. Dann ging es weiter. 1998 haben sie Anschläge auf amerikanische Botschaften in Afrika verübt, mit Hunderten von Toten. Und dann kam der 11. September. Und wir hatten am 11. September am Stachus hatten wir eine Kundgebung, wo wir dieses fürchterlichen Terroranschlages gedacht haben. Und wir haben ein Video gezeigt, da war es leider Gottes zu hell, deswegen zeigen wir es jetzt nochmal, wo dieser Terroranschlag durch Befehle des Korans erklärbar ist. Wir haben es Ihnen ja vorhin schon gezeigt, der Tag 11. September ist wegen dem Koranvers Sure 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Dieser Koranvers, wo haben wir den Koranvers, Sure 9, Vers 111? Schaut mal bitte, müssen wir nochmal hochhalten. Wo sind die Terrorbefehle? Es ist ganz wichtig, dass ihr das seht, wie lebendig der Koran ist. Aufgrund dieses Befehls haben sie 3000 Menschen in New York getötet. Ja? Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Und es machte ihnen nichts aus, dass sie selber umgekommen sind in den Flugzeugen, weil ihnen das Paradies mit 72 Jungfrauen versprochen wurde. Dieser Terror muss aufhören. Und er wird erst dann aufhören, wenn der politische Islam verboten ist, wenn diese Tötungsbefehle aus dem Koran für ungültig erklärt wurden und gestrichen wurden. Und da müsste eigentlich jeder mitmachen bei dieser Forderung. Jeder, der einigermaßen einen Rest von Humanismus im Kopf hat, einen Rest von Menschlichkeit, einen Rest von Mitleid mit den Menschen, die dort umgebracht wurden. Ja? Aber solche Typen da haben überhaupt kein Mitleid mit den Opfern des politischen Islams. Die wollen den politischen Islam schützen aus Prinzip. Weil es ja aus dem Ausland kommt, gell? Und bei diesen linken Hirnen muss ja alles geschützt werden, was aus dem Ausland kommt. Und alles, was hier ist in Deutschland, sind ja böse Nazis, ne? So funktioniert die einfache, idiotische Gedankenwelt von manchen Leuten, die hier rumstehen mit ihren Nazischildern. Ich sag's nochmal, wer uns angesichts der Faktenlage als Nazis diffamiert, ist entweder ein kompletter Vollidiot oder ein bösartiger, linksextremer Kampfpropagandist. Ihr könnt es euch aussuchen. Ja? So. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann. Und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Töten.
immer ihr auch seid, der Tod ereilt euch und wehret ihr in hohen Burgen. Hier steht eine Frau in dem Loch, das das Flugzeug gerissen hat. Wenige Minuten später ist sie tot. Verflucht seien sie, wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden. Das ist die Sprache des Korans, die Sprache von Terror, Kampf, Krieg und Töten. Wir haben einen Feuerbrand für sie bereitet. Und jene, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben, für die Ungläubigen haben wir ein flammendes Feuer bereitet. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Töten. Und unser Befehl gleicht einem einzigen Akt, so schnell wie ein einziger Augenblick. Und wir haben bereits Leute vertilgt. Wahrlich hat die Ungläubigen verflucht und hat für sie ein flammendes Feuer bereitet, worauf sie auf ewig bleiben. Sie werden weder Beschützer noch Helfer finden. Das sollt ihr kosten und wisset, dass für die Ungläubigen die Feuerspein bestimmt ist. Alles aus dem Koran, dem Befehlsbuch von Allah. Da stehen sie. Sie können nicht mehr fliehen. Viele von ihnen sind dann aus den Fenstern rausgesprungen aus dem World Trade Center, hunderte Meter in die Tiefe, und sind unten zerplatzt. Werft Schrecken in die Herzen der Ungläubigen, so steht es im Koran. Diese Sprache muss für ungültig erklärt werden. Der Terror muss aufhören. Was springen Sie? Weil Sie nicht verbrennen wollen, springen Sie in den Tod. Und in der gesamten islamischen Welt hat man sich gefreut über diese Terroranschläge vom 11. September. Auch in München. Auch in München. Diesen Tag werde ich nie vergessen, mein ganzes Leben lang nicht. Der 11. September hat gezeigt, zu was der politische Islam fähig ist. Zu terrorapokalyptischen Ausmaßes. Das muss aufhören. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen, oder? Hand in Hand aus dem World Trade Center. Diese Apokalypse vom 11. September dürfen wir niemals vergessen, Leute. Das ist der Terror des politischen Islams. Und er fängt auch schon bei uns an in Deutschland. 2016, Weihnachtsmarkt Berlin, Breitscheidplatz. Das war genau der gleiche Terror. Dies geschieht, weil sie sich Allah und seinem Gesandten widersetzt. Und wer sich Allah widersetzt, da ist Allah streng im Strafen. Und die Terroristen vom 11. September haben diese Strafen ausgeführt.
Sie haben den Satan-USA, wie Sie es nennen, angegriffen. Wenn die Ungläubigen nur die Zeit wüssten, wo sie nicht imstande sein werden, das Feuer von ihren Gesichtern oder ihren Rücken fernzuhalten. Und keine Hilfe wird ihnen zuteil sein. Für diese bedauernswerten Menschen im World Trade Center trifft es zweifellos zu. Ihnen konnte nicht mehr geholfen werden. Hier telefoniert jemand aus dem World Trade Center kurz bevor der Turm einstürzt. Und dieser ihr Ruf hört nicht auf, bis wir sie niederwählen und in Asche verwandeln. Es steht so drin im Koran in Befehlsform und sie führten es am 11. September gnadenlos aus. Die Gesichter derer, die ungläubig sind, sind verzerrt sein. Es ist eine Sprache des Horrors, des Terrors, der Verachtung, der Gewalt, des Tötens, der Apokalypse. Wir werden die Herzen der Ungläubigen Schrecken werfen, deshalb, weil sie Allah Götter zur Seite setzen, wozu er keine Ermachtnis niedersandte. Alles im Koran, Leute. Es steht alles im Koran. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie findet. Belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Feuerwehrleute starben bei dem Versuch, andere Menschen zu retten. Der zweite Turm stürzt ein. Und manche Stadt, mächtiger als deine Stadt, haben wir zerstört. Das ist der Lohn der Feinde Allahs, das Feuer. Darin wird ihnen die Wohnstadt der Ewigkeit zuteil sein, als Vergeltung dafür. Und rüstet gegen sie auf, so viel ihr an Streitmacht und Schlachthäusern aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind und euren Feind abschreckt. Allah kennt sie alle. Merkt ihr was? Diese Terrorsprache des Korans muss für Unglück erkennen. Da lacht er. Da lacht er hier. Ja? Wie kann man so menschenverachtend sein und angesichts des tausendfachen Todes von 9-11 lachen? Ich verstehe nicht, was in diesen Köpfen vor sich geht. Schlimmer als das Vieh sind bei Allah diejenigen, die nicht glauben. Schlimmer als das Vieh. Und für eine Stadt, die wir zerstört haben, ist es unwiderruflich festgelegt, nicht zurückzukehren. Und wir ließen einen gewaltigen Regen auf sie niedergehen. Sehe, wie das Ende der Verbrecher war. Wahrlich, als die schlimmsten Tiere gelten bei Allah die Tauben und die Stummen, die keinen Verstand haben. Und wir haben bereits Städte rings um euch zerstört und wir haben die Zeichen abgewandelt, damit sie sich bekehren mögen. Das sind die Killer vom 11. September. Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen, in eine Schlachtordnung bereit, als wären sie ein festgefügtes Mauerwerk. 19 Moslems, 15 davon aus dem Mutterland des Islams, Saudi-Arabien. Wir werden diesen Terror vom 11. September niemals vergessen. Und wir schwören uns, der Terror kommt aus dem Herz des Islam, sagt Safer Selacak, ein türkischstämmiger Schriftsteller aus Berlin. Und wir schwören uns, Freunde, wir werden nicht ruhen, bis dieser politische Islam verboten ist. Mit seinen gesamten barbarischen, apokalyptischen Terroranschlägen. Ja, da gibt es gar nichts zu lachen. Da gibt es gar nichts zu lachen. Ja? Seid ihr Moslems? Nein. Nee? Was gibt's da zu lachen? Was gibt's da zu lachen? Was gibt's da zu lachen? Ihr habt gerade gesehen, wie 3000 Menschen krepiert sind. Ja? Das ist nicht lustig. Ja? Vielleicht wärt ihr drin gewesen in den Türmen. Ja? Hättet ihr auch geschrien um Hilfe. Ja?
Wieso kann man es übertreiben? Es sind nicht immer die Moslems. Es sind nicht immer die Moslems. Jetzt werden wir euch mal das Gedankengut zeigen, was dahinter steckt. Ihr habt jetzt gesehen, dass das alles im Koran drinsteht. Nee, da wird gar nichts übertrieben. Jeder Mensch, der aufgrund des Terrors stirbt, ist einer zu viel. In Berlin starben 11 Menschen. Da waren viele davon aus anderen Ländern, aus Israel, aus Polen, aus Italien. Ja, dieser Dreck muss aufhören. Dieses Töten aus religiösen Gründen, dieses Morden, weil es in ihrem Befehlsbuch so drinsteht, muss aufhören. Ja, schön, ja, sauber bist du. Ja, bist ein guter Junge. Ja, so. Erdogan. Der radikalisiert gerade 2 Millionen Türken bei uns. 64% der bei uns lebenden Türken mit türkischem Pass haben Erdogan gewählt. Da brauchen wir den Kopf zu schütteln, das ist so. Er radikalisiert die Türken, die türkischen Moslems bei uns. Ja, ich höre nicht auf, wir machen so lange weiter, bis es der Letzte begriffen hat. Ne? Was haben Sie für ein Problem? Ach, ich bin blöd. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, na, gut, dass Sie Ahnung haben. Ne? Gut, dass Sie Ahnung haben. Ne? Ja? Wissen Sie Bescheid? Ja? Ja, was ist Schmarrn? Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Wisst ihr was? Unsere Gegner, einer wie der andere, können nicht faktisch gegenargumentieren, können nur beleidigen. Können nur beleidigen. Das sind die geistig Ohnmächtigen, die nicht in der Lage sind, irgendwas dagegen zu sagen, die beleidigen. Ne? Gute Fahrt mit der U-Bahn, ja, und lesen, gefährdet die Dummheit, können wir Ihnen ja sagen, informieren Sie sich über das, was los ist. So, jetzt haben wir einen Stefan Ulrich.